Ja, hallo Leute. Heute wieder ein Unify-Geräte-Video und zwar geht es heute um den Unify Access Point Mesh, AC Mesh kurz genannt. Und zwar habe ich mir den besorgt für ein Projekt mit einer Überwachungskamera. Dazu kommen wir in einem der nächsten Videos. Deswegen bringt mich das auch gleich zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem Disclaimer. Das hier ist kein Werbevideo. Ich habe das Gerät mit meinen eigenen finanziellen Mitteln erworben und deswegen ist es eben kein Werbevideo. Denn es ist von niemand anderem gesponsert, außer von mir selbst. Also jetzt zum Gerät. Das ist schon eine ganze Weile auf dem Markt und das macht auch nichts. Das ist trotzdem ziemlich leistungsfähig. Es ist von seinen technischen Daten her ziemlich genau vergleichbar mit dem AC Lite. Das zeige ich euch gleich, wenn wir uns im Internet die technischen Daten kurz zu Gemüte führen. Ansonsten möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie das Ding aussieht. Etwas Geduld, dann fokussiert das Ding auch. Hier ist es. Da sieht man schon die technischen Daten ein bisschen wiedergespiegelt. Das ist das Mesh-Gerät. Es ist 5 GHz und 2,4 GHz capable. Und dann noch der unten, ganz unten der Datendurchsatz. Das ist allerdings eine Traumzahl. Okay, schauen wir uns mal an. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Schauen wir uns ganz kurz an, was in der Packung drin ist und wie sich so das Unboxing gestaltet und wie so die Details von dem Teil im Einzelnen aussehen. Dafür switche ich auf die andere Kamera. So, jetzt noch ganz kurz das Ganze zentrieren. Okay, die äußere Verpackung habt ihr schon gesehen. Das ist eine relativ schlichte Angelegenheit im Vergleich zu manch anderem Unify-Gerät. Wenn man diese Schutzhülle, diese weiße, abzieht, dann kommt ein schlichtes braunes Verpackungsteil zutage. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch ein relativ einfaches Gerät. Und man packt es ja auch nur einmal am Tag aus. So sieht es dann, Moment, so sieht es dann aus, wie es in der Verpackung liegt. Schlank und einfach gehalten. Lege ich das mal hier hin. Was ist noch in der Verpackung? Schaumgummi brauchen wir gerade nicht. Quickstart Guide. Tschüss. Dann eine Masthalterung. Dann ein Adapter, um das Teil dann auch auszurichten, mit einer kleinen Wasserwaage oben drin. Und zu guter Letzt unsere zwei Antennen. So, dann kann man die Verpackung schon wegtun. Ach so, was ich noch vergessen habe. Da ist natürlich noch ein bisschen was drin. Entschuldigung. Das hier sind Mastbefestigungsclips. Noch eins. Ein Netzkabel. Ein PoE-Injektor und Montagematerial. Das war es jetzt aber auch. Tschüss. So, jetzt ganz kurz zu den technischen Details. Hier hinten haben wir schon die Vorformung für eine Mastaufnahme. Da kann man dann eben diese entsprechenden Adapterteile dann entsprechend dazu tun, wenn man es zum Beispiel flach an die Wand montieren möchte. Dann haben wir hier unten den Bereich, wo die Verbindung ist, die IO45-Verbindung. Was ich hier sehr schön finde, ist, dass die Abdeckung mit einer Kunststoffflasche am Gehäuse verbunden ist. Das heißt, wenn man da irgendwo auf einer Leiter rumsteht, das losmacht, dann fällt es einem nicht aus der Hand und man muss da wieder nach unten steigen und alles zusammensuchen. Was haben wir dann da noch? Hier haben wir den IO45-Anschluss und ja, genau, ich musste gerade kurz schauen, direkt daneben ein kleines Loch für das Factory Reset. Ansonsten ist das ganze Teil recht schmucklos gehalten. Hier unten, wo gerade mein Finger drauf deutet, ist eine Gummi-Öffnung, die kann man auch rausnehmen und hier führt man dann
eben sein Ethernet-Kabel durch. Und wenn man das dann vernünftig wieder einsetzt in das Gehäuse, hat man dann auch eine vernünftigen Schutz vor Feuchtigkeit. So, was haben wir hier noch zu beachten? Ja gut, die Antennen, wie man die montiert, ist im Quick-Start-Guide beschrieben. Die werden dann hier auf diese Ohren draufgesetzt, die kann man abnehmen und dann kommt eine Winde zum Vorschein. Ganz simpel, und da schraubt man dann seine Antennen drauf. Hier zumindest Kabel muss ich, glaube ich, nichts sagen. Und den PoE-Injektor, den kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen Access Points. Brauche ich auch nicht unbedingt auszupacken. Kennt ihr ja alles schon. Gut, das waren die äußeren Details dazu. Im nächsten Abschnitt zeige ich euch die technischen Daten von dem Teil. Ja, jetzt habe ich hier die entsprechenden Datasheets rausgesucht. Habe ich einfach von UI.com runtergeladen. Hier sehen wir jetzt erstmal die Informationen zu den Abmessungen. Ganz einfach, also es ist ungefähr 35 cm lang, 4,6 cm breit und 3,4 cm tief. Es hat ein Gewicht von 152 Gramm. Ich meine, lesen könnt ihr eigentlich alle selber. Was ich jetzt hier interessant finde, ist, dass wir hier noch die etwas ältliche Variante von PoE, die wir von Unify kennen, verbaut haben. Nämlich das 24 Volt Passive PoE, aber das Gerät kann auch 802.3 AF, sodass man das auch an einen PoE-Switch der neueren Generation anschließen kann. Ja, die 24 Volt Power Supply haben wir schon gesehen. Die Leistungsaufnahme sind 8,5 Watt. Das werde ich in einem der nächsten Videos auch austesten, denn da werde ich eine Insellösung mit Solarbetrieb zusammenbauen und da werde ich dann auch sehen, wie so die Stromaufnahme sich darstellt. Okay, die anderen Daten kennt ihr alles eigentlich schon. Welche Wi-Fi-Standards sind unterstützt im Prinzip alles bis hoch nach AC. Wobei man da auch ein bisschen Abstriche machen muss gegenüber den neueren und größeren Access Points. Aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn das Gerät ist eigentlich auch sehr preiswert. Und wie ich gesagt habe, es ist vergleichbar in den Leistungsdaten mit dem AC Lite. So, gehen wir mal runter, schauen wir uns an, wie so die Datentransferraten sind, die hier so angegeben sind. Also hier findet man nicht unbedingt das wieder, was auf der Verpackung versprochen worden ist, mit dem etwas über 1 Gigabit. Das ist irgendwie zusammengezählt aus der Leistung aus 802.11ac und 802.11n zusammen addiert. Dann kommt man irgendwie so in die Größenordnung, aber ich finde, das ist nicht ganz so, naja, so, egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Dann haben wir noch die alten Standards bis auf 54 Megabit und natürlich auf 11. Ist also abwärtskompatibel mit allen möglichen Geräten. So, das waren die technischen Daten. Wie gesagt, könnt ihr euch auch runterladen bei UI.com. Und jetzt schauen wir uns die Inbetriebnahme des Teils am Unify-Controller an. In dem Fall nehme ich das Ding an einer Unify Dream Machine Pro in Betrieb. Ja, wie eben schon angesprochen, werde ich jetzt den AC Mesh im Unify-Controller aufnehmen. Das schauen wir uns jetzt hier gleich an. Hier sehen wir schon das User-Interface von der UDM Pro. Hier oben rechts ist ein Pop-up aufgetaucht, das eben uns mitteilt, dass der UAP AC Mesh zum Aufnehmen im Controller bereitsteht. Man könnte hier jetzt schon auf Add klicken, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, denn wir schauen uns das Ganze hier gleich im Controller User Interface selber an. Hier drüben auf der UDM sieht man schon, dass ich hier was zusätzlich eingestöpselt habe. Nettes Detail, wie ich finde. Machen wir das hier mal zu. Man sieht hier, dass zwei Clients da sind und ich habe hier noch kein Wi-Fi eingerichtet auf der UDM Pro. Die, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass ich die UDM Pro in einer Lab-Umgebung betreibe. Das heißt, die ist bei mir nicht live, sondern einfach nur dafür da, dass ich solche Videos machen kann und auch zum Rumexperimentieren mit neuem Unify-Equipment, neuer Software, neuen Firmware-Ständen und so weiter und so weiter. Also zurück hierher. Ich klicke jetzt hier auf, hoppla,
auf Devices. Und hier sieht man schon, dass der UAP AC MIF die kommen mit Sachen um die Ecke, das ist ja ganz toll. Das ist also irgendwie so ein generischer, also der Produktname mit einem Teil aus der MAC-Adresse. Auch eine gute Idee. Jedenfalls, also was ich sagen wollte, ist, das Teil ist jetzt also bereit, in den Controller aufgenommen zu werden und dass ein Firmware-Update notwendig ist. Und das will ich jetzt auch gleich machen. Ich klicke hier auf Adopt und Upgrade. Und hier eben die Bestätigung. Und dass es eben ein paar Tage, ein paar Minuten dauern wird. Okay, Confirm. Die Sache ist also jetzt unterwegs. Und ihr müsst euch das jetzt hier nicht die ganze Zeit anschauen auf einem Bildschirm schauen, wo sich nichts tut. Also hier sehen wir schon auch, es wird Adopting angezeigt. Update required wird jetzt dann auch verschwinden, denn der Update passiert gleichzeitig. Der AC Mesh ist jetzt im Status Provisioning. Das heißt, es kann nicht mehr lange dauern, bis wir das Teil als Connected hier im Status sehen werden. Ja, also hier connected. Wunderbar. Auch das Ausrufungszeichen ist weg. Das heißt, wir können unseren UAP AC Mesh jetzt technisch verwenden. Wie ich gesagt habe, ich habe noch kein Wi-Fi-Netzwerk auf der UDM Pro eingerichtet. Das machen wir jetzt aber. Das hier ist offensichtlich das neue User Interface, das ich hier aktiviert habe. Und das mit gutem Grund, denn einigen Berichten im UI-Beta-Forum zufolge wird das demnächst mit einem der nächsten Releases sowieso zum Standard erklärt und dann müssen wir damit leben. Momentan ist es noch so, dass es an einigen Ecken noch krankt und zu wünschen übrig lässt, aber da kann man sich drumherum lavieren. Ein wichtiger Punkt dafür ist, das Search-Feld zu verwenden, denn damit kann man relativ erfolgreich die Einstellungen finden, die man da sucht. Gut, wenden wir uns jetzt dem Hinzufügen eines Wi-Fi-Netzwerks zu. Hier klicke ich auf Add Wi-Fi Network und macOS ist so nett und schlägt mir gleich einen Namen vor. Der ist natürlich völliger Unsinn. Das Ding wird natürlich Demo heißen. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr hier gar nicht so viel sehen, denn drei Eingabefelder und damit hat sich's. Gut, jetzt kann man hier auf Advanced klicken. Und da hat man dann einige Bekannte aus dem alten User Interface wieder. Aber ein wichtiger Punkt scheint zu fehlen. Und zwar die Auswahl des Verschlüsselungsmodus. Der ist überhaupt nicht da. Offensichtlich hat Unify beschlossen, dass WPA2 einfach genügt. Ist aber nicht so. Gut, sie haben offene Netzwerke und WEP ausgeklammert, aber man kann WPA2 Enterprise ohne weiteres aktivieren. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich klicke hier auf Apply Changes. Halt, ich brauche noch ein Passwort natürlich. Das machen wir jetzt schnell. Apply Changes. So, nein, jetzt nicht speichern. Herzlichen Dank. So, jetzt wie aktiviert man WPA2 Enterprise? Ich gehe auf Advanced Features und hier gibt es den Bereich Radius. Und um das zu aktivieren, kann ich entweder den Default oder den eingebauten Radius Server einschalten. Das kann ich hier über Configure und Aktivieren des Radius Servers dann durchführen. Natürlich muss man hier noch ein paar Settings und ein paar User einrichten, sonst macht es einfach gar keinen Sinn. Dann Apply Changes. Und die andere Möglichkeit ist, ein weiteres Radius-Profil anzulegen. Genialer Name dafür, Test. Aber hier kann man jetzt dann seinen eigenen Radius-Server dann angeben. Ich habe zum Beispiel in meinem produktiven Netzwerk eine Synology.
und da läuft ein Radio-Server drauf, der dann praktisch das LDAP-Verzeichnis zur Verfügung stellt. Funktioniert tadellos, habe ich genau so gemacht, wie es hier jetzt auch dargestellt ist. Gut, das sind die beiden Möglichkeiten, wie man den Radio-Server anwirft. Und sobald das getan ist, wird man dann auch hier bei Wi-Fi die Möglichkeit haben, WPA 2 Enterprise auszuwählen. Gut, ich lasse es jetzt auf WPA 2 Default. Passwort haben wir schon angegeben. Und jetzt können wir uns der Konfiguration des Wi-Fi-Netzwerks zuwenden. Zunächst mal wird vorgeschlagen, die Funkbänder 2,4 und 5 GHz in einem Wi-Fi-Netzwerk zusammenzufassen. Kann man so machen, ist vielleicht für die meisten auch eine gute Sache. Ich persönlich mag es lieber, die auseinander zu dividieren. Deswegen gebe ich jetzt hier erstmal Demo Slow ein, damit wir wissen, dass wir hier mit dem 2,4 GHz Netzwerk zu tun haben. Jetzt kommt eine ganz andere Sache ins Spiel, und zwar die AP-Gruppen. Zur kurzen Erklärung, bisher war es ja so, dass ich auf AP-Ebene einstellen konnte, welche Wi-Fi-Netzwerke derjenige AP ausstrahlen sollte. Und Default war eben alle, und dann konnte ich die entsprechend dann über Override dann zuschalten oder abschalten. Das war eine ziemlich granulare Geschichte und für die meisten Administratoren machbar. Aber wenn man sich vorstellt, das für eine größere Zahl von Access Points machen zu müssen, ist es natürlich ein bisschen unhandlich. Und deswegen kam Unify jetzt auf die glorreiche Idee, AP-Gruppen einzuführen. Genau. Und da kann man dann praktisch die APs dann entsprechend bestimmten Gruppen zuordnen. So, wie das funktioniert, zeige ich jetzt schnell. Also zuerst mal gibt es die Default-Gruppe All APs. Da landen alle Access Points drin. Jetzt kann ich eine weitere Access-Gruppe hinzufügen. Nein, wir wollen hier nichts speichern. Wenn man jetzt ein größeres Gebäude hat, wie zum Beispiel eine Schule oder ein Hotel, dann kann man jetzt zum Beispiel das nach bestimmten Gebäudebereichen dann einrichten. Zum Beispiel hier, dann haben wir den Westflügel. Hey, was ist denn da passiert? Und in den Westflügel tun wir den an unseren neuen Access Point rein. Create AP Group. Jetzt haben wir hier den Westflügel und der ist auch hier verfügbar. Der Westflügel ist in diesem Demo Slow Netzwerk drin. Ich kann jetzt natürlich auch eine andere Gruppe anlegen, andere Gruppen anlegen, die dann entsprechend andere Netzwerke dann zur Verfügung stellen. So kann man ein ziemlich granulares Gebilde dann aufbauen, aus Gebäude oder Grundstückteilen und bestimmten APs dann. Wo ein Westflügel ist, ist natürlich auch ein Ostflügel. Da ist aber der neue AP nicht drin. So. Aber ich kann zum Beispiel den Ostflügel hier für dieses Netzwerk ausschalten. Apply Changes. Die anderen restlichen Einstellungen lasse ich einfach jetzt mal der Einfachheit halber so, wie sie sind. Ich will einfach nur auf die wichtigsten Dinge hier zu sprechen kommen. Alles andere würde, glaube ich, den Rahmen dieses Videos sprengen. So, jetzt haben wir ein Netzwerk Slow mit 2,4 GHz. Jetzt brauchen wir natürlich noch eins. Herzlichen Dank, macOS, für 5 GHz. Das heißt dann natürlich Demo Fast. So, das hier ist natürlich das 5 GHz Netz und das broadcasten wir in den Westflügel. Apply Changes. So, damit hätten wir das. Demo Fast, Demo Slow. Und wenn wir jetzt hier auf unser Dashboard klicken, sehen wir hier auch, dass der Access Point entsprechend zu arbeiten begonnen hat. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen für dieses Video. Ich hoffe, es war informativ für euch oder wenigstens unterhaltsam. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ansonsten wäre es klasse, wenn ihr meinem
meinen Kanal abonnieren würdet. Und wenn ja, dann auch bitte gleich auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr keins von meinen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.